Hey Leute, genau in einer Woche starte ich in Bodersdorf über die Langdistanz. Und ich möchte euch in diesem Vlog mitnehmen in meinen ganz persönlichen Rennplan. Ironischerweise passieren vor einem Start bei Hobbysportlern oft solche Gespräche. Hey, ich wünsche dir alles Gute, was hast du dir eigentlich vorgenommen? Keine Ahnung, schauen wir mal, was so geht. Also, das würde ein Profi niemals sagen. Ganz viele Hobbyathleten trainieren und essen extrem gut, sehr, sehr professionell. Aber sie machen sich überhaupt keine Gedanken über mögliche Rennverläufe, Probleme, die auftreten können und haben oft keine gute Strategie, was das Pacing und die Ernährung betrifft. Gerade auf der Ironman-Distanz kann wirklich extrem viel passieren. Wenn ich genau weiß, welche Geschwindigkeiten oder Watt ich geplant habe, wie ich mit Problemen umgehe, was mache ich, wenn ich einen Platten habe, was mache ich, wenn ich Magen-Darm-Probleme habe, wie reagiere ich auf starken Wind, starke Wellen oder Hitze. Das heißt, je weniger mich im Rennen überraschen kann, desto eher werde ich das Rennen finishen und auch meine persönliche Wunschzeit erreichen. Ich will das Ganze gar nicht zu theoretisch machen, ich zeige euch jetzt einfach meinen Raceplan. Priorität Nummer 1 ist Finishen und ich will da wirklich nicht tief stapeln. 226 Kilometer sind eine ganze Menge Holz. Da kann wirklich viel passieren. Wenn ich das Rennen finische, bin ich super stolz, dass ich das geschafft habe. Priorität Nummer 2 wäre eine Zeit unter 10 Stunden 30. Das ist aufgrund meiner Leistungsdaten realistischerweise durchaus möglich. Und Priorität Nummer 3, da will ich euch gar nicht anlügen. Wenn perfekte Bedingungen herrschen, wenn ich einen perfekten Tag habe und wenn alles wunderbar läuft, liebäugle ich natürlich schon mit einer 9,59. Im Anschluss zeige ich euch dann die genauen Splitzeiten, die ich mir vorgenommen habe. Das Wichtigste, stick to the plan. Die Gesamtzeit steht über allen. Nicht bei den einzelnen Splits übertreiben. Beim Schwimmen kann man das Rennen nicht gewinnen, nur verlieren. Auch beim Rad, das Sprichwort If you race the bike, you will walk the run, da ist viel Wahres drinnen. Das heißt, wirklich die Splits nicht überziehen, so lange wie möglich, so effizient und energiesparend wie möglich zu fahren. Stick to the plan, auch was die Ernährung betrifft. Ich muss ganz viele Kohlenhydrate während dem Radfahren und während dem Laufen essen, damit ich energetisch das aushalte. Ich glaube an meine Fähigkeiten, ich weiß, dass ich super trainiert habe, dass ich mich sehr, sehr gut vorbereitet habe. Ich habe das Potenzial zu finishen. Wenn die Zielzeiten nicht möglich sein sollten, bleibe ich trotzdem optimistisch und positiv. Ich will das Rennen finishen. Ein Did Not Finish ist keine Option und ich werde ein Ironman. Also in dieser Tabelle seht ihr jetzt eine realistische Renneinschätzung. Ich denke, dass ich 2 Minuten auf die 100 Meter schwimmen kann. Das wären dann für die 3,8 Kilometer 1 Stunde 18 Minuten. Das hängt ein bisschen davon ab, ist es ein Massenstart, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen schneller, weil es mehr Wasserschatten gibt. Ist es Corona-bedingt ein Einzelstart, Rolling Start, dann vielleicht ein bisschen langsamer. Transition geht in Bodersdorf immer sehr, sehr schnell. Da rechne ich einmal mit 4 und einmal mit 3 Minuten. Die 180 Kilometer am Rad möchte ich in 5 Stunden 27 Minuten finishen. Das wären 33 km/h und geschätzt zu circa 205 Watt. Wenn ich den Marathon anschließend noch in 3 Stunden 35 laufe, also einen 5:05 Pace, würde eine Gesamtzeit von 10:27 am Ende rausziehen, also sub 10:30. Natürlich liebäugle ich, wie schon erwähnt, mit einer Zeit unter 10 Stunden. Das ist realistisch betrachtet aber kaum möglich, weil in dieser Tabelle seht ihr eigentlich ein perfektes Rennen. Und hüpfen wir gleich zur Gesamtzeit 10:06. Ich weiß nicht, wo ich diese 6 Minuten noch rausknappern könnte. Swim vielleicht noch 1, 2 Minuten, wenn es ganz, ganz gut läuft, muss man schauen. Bike 5 Stunden 15, 34,3 km/h und 215 Watt, das sind über 3 Watt pro Kilogramm Körpergewicht bei mir. Das kann ich kaum schneller fahren. Und ich glaube auch nicht, dass ich den Marathon hinten raus schneller als 3 Stunden 30 laufen kann. Das ist ja auch schon unter 5 Minuten pro Kilometer.
Wenn das Rennen perfekt läuft und ich beim Schwimmen ein bisschen schneller bin und vielleicht bei der Transition ein bisschen schneller bin und zum Schluss noch einen Marathon mit 3,28 hätte oder 3,27, dann heißt es natürlich, go for it. Wenn da aber ein 3,20er oder ein 3,18er Marathon stehen würde, dann bin ich so schlau und probiere es nicht. Dann versuche ich meinen 3,30er Marathon zu laufen, was noch immer sehr, sehr schnell ist, und komme hoffentlich gut ins Ziel, weil sonst wäre die Gefahr sehr, sehr groß, dass ich bei Kilometer 30 explodiere. Also das wären meine geplanten oder erhofften Splitzeiten für Bodersdorf. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr euch im Anschluss meinen genauen Rennplan durchlesen. Erst unterteilen in Disziplinen und Ernährung und es werden mögliche Probleme und deren Umgang thematisiert. Ich empfehle euch das wirklich, das zu verschriftlichen, damit ihr es für euch persönlich verinnerlicht. Und bitte drückt mir ganz, ganz, ganz fest die Daumen für nächste Woche.